Wenn's ausbricht, haben wir ein riesiges Problem, aber was soll ich tun? Es sieht aus wie ein Wackelpudding-Anime-Monster. Und damit herzlich willkommen zurück zu Lobotomie Corporation. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, wir haben uns ja letzte Mal ein wenig mit dem Welfare-Team beschäftigt und auch eine zweite Abnormality drin aufgenommen. Wir könnten eine Core Suppression starten, wir haben wieder die Voraussetzungen dafür, aber wie ich schon letzte Mal gesagt habe, wir werden es nicht tun. Einfach aus dem Grund, weil wir eine neue Abnormality haben, über die wir noch nichts wissen. Und das kann ganz schnell nach hinten losgehen, wenn man auch noch die Mali der Core Suppression mit einfließen lässt. Deswegen, wir warten mal da noch, bis wir das Welfare-Team voll haben und uns auch, ja, sag ich mal, vollständig mit den Abnormalities umzugehen wissen. Und dann, nur dann, könnten wir überlegen, eine weitere Core Suppression anzugehen. Ansonsten, ja, wird sich das noch weiter hinauszögern, auch wenn es mich schon sehr interessiert, was da abgeht und was für Boni es vor allen Dingen bringt. Aber ja, was will man machen? Wir brauchen keine neuen, ja, Mitarbeiter, weil ich glaube, die haben wir schon letztes Mal gemacht. Hier können auch erstmal zwei bleiben, alles andere ist sortiert. Wir müssen erstmal gucken, dass unsere, ja, weiterhin leveln. Und damit würde ich doch auch erstmal sagen, Beginn Management, Tag 27. Unsere neue Abnormality ist... Ich meine, es war ja irgendwas Märchenhaftes. Es scheint... Es sieht so ein bisschen aus, wie als hätte der Apfel bei Schneewittchen die Rolle von der bösen Königin eingenommen. So. Das ist so ein bisschen verqueres Universum. Da kommt so ein böser Apfel zu seiner Stieftochter und sagt so, hier, ist diese Königin. Ja, I don't know. Was macht man mit einem Apfel? Ist das auch Attachment? Victor, probier es einfach mal. Wir müssen uns um andere Sachen hier kümmern. Mika! Du bist noch nicht Level 5 in Repression. Das heißt, du kannst hier einmal reingehen und eine Repression machen. Paulinus kann weiter hierhin Attachment machen, weil er auch noch nicht Level 5 ist. Hier unten eine Repression kann von dir erfolgen. Die ist jetzt auch ein bisschen höher. Und hier oben beim Punishing Bird, konnte man da nicht auch? Ne, Repression konnte man auf gar keinen Fall machen. Hier konnte man auch nur Attachment, aber Attachment brauchen sie alle nicht. Hm. Ja, dann lassen wir das erstmal. Bei unserem Center können aber noch bestimmt einige Leute leveln, und zwar Attachment und Insight. Insight haben sie jetzt alle auf Level 5, das ist sehr gut. Das heißt, hier brauchen wir nur noch Attachment leveln. Das kann Christopher mal übernehmen. Er ist nämlich noch Level 3. Und zum Schaf kann auch irgendwer Attachment leveln. Und der Mörder muss natürlich wieder ausbrechen, bevor wir das vergessen. Das kann einfach mal Anthony übernehmen. Der schafft das schon. Ja, und jetzt warten wir erstmal, dass der Mörder auch wirklich ausbricht und seine drei Opfer findet. Hier unten scheint Attachment nicht so das Richtige zu sein. Es macht schwarzen Schaden, was Victor nichts ausmacht. Ich glaube, es ist auch egal, was es für einen Schaden macht. Victor wird es generell nichts ausmachen. Aber Attachment scheint völlig falsch zu sein. Die Frage ist, macht die Abnormality jetzt schon was? Wir müssen auch ein bisschen hier auf unsere Ticketmaschine aufpassen. Da kann Mika einmal kurz rein. Sie bricht hier sofort aus. Sie teleportiert sich irgendwo hin. Wo haben wir sie denn jetzt? Sie ist zum Control-Team gewandert. Der Forsaken Murderer bricht auch aus, aber das ist ja gewollt. Das einzige Problem ist, wir haben die First Trumpet, weil zwei gleichzeitig ausgebrochen sind. I don't know, Safety Team, kümmert ihr euch vielleicht mal drum? Ich glaube, ihr seid dafür ganz angebracht. Geht mal alle hin, vielleicht noch einige aus dem Training Team. So Eugene zum Beispiel könnte da noch mit unterstützen und Ruby. Und der Murderer kann mal drei Opfer finden. Ich weiß halt auch nicht, was das Ding macht. Es steht hier erstmal, es macht einen Dornenwald und es breitet sich immer weiter aus. Okay, die da reinlaufen, kriegen extrem viel schwarzen Schaden. Das heißt, ihr kriegt mal alle Schutzschilder vor schwarzem Schaden. Es ist aber auch nur so lange, dass sie sich da durchbewegen, oder? Ne, es ist durchgängig. Eieiei.
Der Murderer hat schon mal ein Opfer gefunden. Ja, doch, sie kriegen nicht wirklich... Ah, doch, kriegen sie viel Schaden? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da hätte ich mal lieber Frank oder so hinschicken sollen. Ich weiß nicht, ob wir so genug Bullets für das alles haben hier. Ja, nee. War einfach nur mal interessenshalber. Okay, sie, hier ist alles voll und sie ist woanders hingegangen. Eugene kriegt jetzt irgendwie keinen Schaden mehr. Ich weiß nicht warum. Sie verbreitet jetzt Dorn woanders. Das heißt, da sollte man nur jemanden hinschicken, der auf Range ist. Das wäre halt Frank. Frank kann das ganz gut übernehmen. Sollte sie nochmal ausbrechen. Ich würde ja nicht wollen, dass sie nochmal ausbricht. Aber man weiß es ja nicht, ob man es verhindern kann. Aber ja, wir starten direkt wieder rein. Und probieren mal statt Attachment einen Instinct vielleicht. Victor, probier das einfach mal. Es wird schon schief gehen. Instinct, wie läuft das denn? Das scheint besser zu laufen. Aber auch nicht unbedingt gut. Das ist eher Common. Aber immerhin gibt es kein schlechtes Ergebnis. Gut, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied bei der Abnormality macht. Wir wissen ja noch nichts darüber. Aber sie scheint zumindest zufriedener zu sein als vorher. Der Mörder sucht sich sein erstes Opfer. Das hat er auch direkt gefunden. Da kommt anscheinend ein zweites. Und wer will als drittes noch dazu? Irgendjemand? Irgendwelche Freiwilligen? Victor, geh doch einfach mal hier hin und mach einen Insight. Gucken wir mal, wie das läuft. Da kommt ein drittes Opfer. Und dann kann sich das Safety-Team auch schon mal drauf stürzen. Und ihr bekommt hier ein Schild. Inside hier unten läuft auch eher Common. Ich weiß nicht, ob ich Repression jetzt wagen sollte. Aber ich wüsste auch nicht, was es sonst wäre, weil Attachment war es ja offensichtlich nicht. Probier es einfach mal, Victor. Es wird schon schief gehen. Ist auch eher Common. Wobei, vielleicht ist Repression auch echt die richtige Herangehensweise, weil wir haben ja einen Overload von minus 8% gerade. Und das war ein gutes Ergebnis, dann ist es wahrscheinlich Repression. Die Frage ist, ist ein gutes Ergebnis hier gut? Sie ist auf jeden Fall nicht ausgebrochen. Aber das ist gut, dann haben wir gegebenenfalls noch eine Abnormality, wo wir Repression leveln können. Allerdings will ich dafür erstmal alles darüber in Erfahrung bringen. Bevor ich da irgendwelche Experimente veranstalte. So, wir haben einen Meltdown und unser Silent Orchestra geht direkt in den Meltdown. Ja, Frank, dann zeig mal, was du da kannst, wie gut du ein mittleres Ergebnis erzielen kannst. Wir haben die Wespe in einem Meltdown. Da schicken wir... Warte mal, das war Inside, ne, bei ihr. Ja, Isabel mit Very High. Und das Herzchen. Ich wollte auch noch gucken... Ist ja egal, wer das nimmt. Ich wollte auch noch gucken, was Quinn hat, warum die plus 3 auf ihrem Fortitude hat. Das wäre auch noch wichtig herauszufinden. Ja, und ansonsten lass den Mörder mal wieder ausbrechen. Das sieht gar nicht gut hier unten aus. Das ist ein schlechtes Ergebnis, Frank. Hoffen wir, dass das Ding nicht nochmal in Meltdown geht. Der Mörder hat schon seinen... Er hat mehrere Opfer direkt gefunden. Du übertreibst nicht so sehr. Da haben wir schon mal zwei. Er muss auch erstmal drei umbringen, ne, Leute? Victor, mach hier doch nochmal eine Repression. Na super. Er hat keine drei umgebracht, jetzt müssen wir ihn nochmal ausbrechen lassen. Christopher, dann macht er mal eine Repression. Das waren einfach wieder zu viele Clerks da am Werk. Wir haben hier drüben ein fast perfektes Ergebnis erzielt, also Repression is the way to go bei dem Ding. Aber wie gesagt, bevor ich da Experimente mit anderen Leuten mache, will ich erstmal wissen, was, wie und warum. Forsaken Murderer, dann such mal dein letztes Opfer. Und stimme die Queen of Hatred zufrieden. Die hauen alle vor ihm ab. Was soll das denn? Da hat er einen. Ja, dann wird jetzt der Fruit of Understanding kommen. Um die können wir uns auch direkt mal kümmern. Nachdem wir einen noch irgendwo reingeschickt haben. Eigentlich müssten die Leute mal Inside leveln, aber ich weiß nicht. Es gibt irgendwie keinen Ort, wo die vernünftig Inside leveln können. Weil bei Santa ist das halt schon mega gefährlich. Ich glaube, wir schicken die einfach mal mit einem Attachment dahin. Wenn sie das ein bisschen leveln beim Schaf.
Und wenn dann die Success Rate höher ist, können sie danach vielleicht auch zu Center gehen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Schachzug. So, Fruit, dann komm doch mal. Und face your doom. Mika ist schon direkt wieder neben der Fruit, aber das ist kein Problem. Da kann sie sich drum kümmern. Ich weiß nicht, ob irgendwo random Employees sterben. Ich gehe mal nicht davon aus. Aber wir können das eventuell gleich auch nochmal überprüfen. Das Control Team sollte es eigentlich auch schaffen, aber da halte ich mal so ein halbes Auge drauf. Die anderen müssten das eigentlich alles ohne Probleme schaffen. So, Control Team. Die Fruit macht da gar nichts. Aber Punishing Bird ist wieder abgehauen. Naja. Dann ist erstmal wieder unser erstes Motto, den Mörder ausbrechen zu lassen, dass er seine Opfer findet. Christopher, das ist deine Aufgabe. Und wir könnten Isabel auch mal hier oben zum Big Bird schicken, um den Counter wieder ein bisschen hochzutreiben. Victor schicken wir mal mit einer Repression wieder zu Dornröschen hier. Weil ich weiß nicht, vielleicht muss die auch beachtet werden oder so. I don't know. Schaden kann es ja. Es kann schon schaden, aber man weiß es halt nicht. Das ist ja das Problem bei solchen Abnormalities. Da hat der Murderer direkt zwei Opfer gefunden. Einer ist schon weg. Der nächste folgt zugleich. Und jetzt hat er da noch mehr gefunden. Und Safety Team, dann schnappt ihn euch mal. Er ist ja direkt neben euch. Gut, gut. Dann schauen wir mal, was wir noch so leveln können. Wir könnten eigentlich auch mal Justin gegebenenfalls hier runterschicken. Dann kann der nämlich auch noch ein bisschen Repression leveln. Ich glaube, das wäre ganz angebracht. Das Silent Orchestra ist schon wieder in einem Meltdown. Ja, I don't know. Ich meine, Gregory, probier du es mal. Das macht im Endeffekt keinen großen Unterschied. Wenn es ausbricht, haben wir ein riesiges Problem. Aber was soll ich tun? Wie viele Punkte darf der maximal machen? 18. Gregory, schraubt das mal ein bisschen runter. Nee. Ach, so ein Scheiß. Fuck. Okay, Plan B ist, geht mal hier schnell rein und versucht noch irgendwie die Punkte zusammenzutreiben. So, alle Leute sind aufgeteilt. Und das Orchester startet. Aber gegebenenfalls. Wir müssen nur irgendwie die Teams hier wegschicken. Geht ihr mal hier am besten ganz weg. Macht mal schnell eure Arbeiter fertig. Ich kann es leider auch nicht schneller machen. So, Workday complete. Penalty for all Lob. Ich krieg keine Lob Points. I don't care. I don't really care, weil ansonsten wird der Tag noch ewig lange gestreckt. Proceed to next day. Day 28. Hey, wir könnten Sensort wieder nehmen. Nein, danke. Außerdem haben wir zwei neue. And my dear employees, I do hope you all put on the gas masks we distributed to you before we enter. Order, and the many shells cried out one word. Manager. Hatten wir das nicht schon mal? Also das hatten wir am Ende, aber da haben wir noch nichts drüber herausgefunden. Ja, ich nehme mal die hier. Mit den Gas Masks. Auf ins Welfare-Team. So, dann schauen wir doch einfach mal, was wir bisher über diese neue hier, über Dornröschen herausfinden können. Das sind erstmal die Guidelines, die wichtig sind. Und dann müssten wir das auch alles herausfinden können. Und dann zumindest sogar noch die Basic Informations. Snow White's Apple. Ich habe ja gesagt, das ist irgendwie sieht das aus, als hätte bei Schneewittchen der Apfel die Haupt- ja, oder eigentlich die Rolle der Königin übernommen, aber egal. Ja, Guidelines. When the work result was normal, the Clifford Counter lowered with a normal probability. When the work result was bad, the Clifford Counter lowered with a high probability. Ergo, man will auf jeden Fall ein gutes Ergebnis erzielen, aber das ist ja meistens so. Silent Orchestra. Silent Orchestra. When Snow White's apple escaped from its containment, it began to spread its roots and branches along the ground of the area it was in. Those withered vines slowed employees, hampering their movement.
Once the area was completely filled with Snow White's apple's roots and branches, it moved to another to grow even more. When Snow White's apple was eventually suppressed, its flora did not disappear until the next day. Ach du Kacke. Aber was hat denn dann da Damage gemacht? Das waren ja dann anscheinend die Roots, weil davon steht hier ja nichts. Ja, wobei, nee, eigentlich nur slowed and hampering their movement. I don't know. Ja, auf jeden Fall das Beste, was man machen kann, ist Repression auf einem High Level und das andere ist alles so, nee. Und Attachment ist absolute Katastrophe. Aber ja, das heißt, hier könnten wir zumindest Leute mit Repression Level 3 oder 4 vielleicht hinschicken. Zumindest wenn wir auch noch die Escape Informations haben, weil wir dann die Work Success Rate ein bisschen hochtreiben. Ja, Teddybär haben wir ja heute nicht behandelt. Die neue Abnormality hier ist eine LF Abnormality, den Kosten nach zu urteilen. Kann ja spaßig werden. Ich weiß nicht, ob wir einen neuen Employee hiren sollten, weil wir haben hier drüben jetzt nur 2 auf 3 Abnormalities. Ja, I don't know. Mika braucht jetzt auch nur noch Justice auf Level 5. Aber ich glaube, Mika wird weiter da unten bleiben. Ich glaube, wir können... Ja, wir schicken Dia einfach mal zum Welfare-Team. Ich wollte gucken bei Quinn, was sie ausgerüstet hat, ob das irgendwie ihre Werte da beeinflusst. Quinn, was hast du denn überhaupt? Du hast das hier. Was macht das? Gibt es irgendwie Boni, Details? Nicht wirklich. Ich sehe jedenfalls nichts. Oder die Weapon, die sie ausgerüstet hat. Ich weiß nicht, was die da hat. Wo ist Quinn? Da ist Quinn. Details. Steht auch nichts bei. Ich meine aber, die Weapons und so geben auch irgendwie was. Sie hat jetzt auch insgesamt plus 5. Ich weiß nicht, warum. Plus 5 auf Fortitude. Warum hat sie das? Warum ist das noch mehr geworden? Aus welchem Grund? Sie hat doch nur Repression gemacht. Oder das hat wahrscheinlich was mit dem Safety-Team zu tun, ne? Vom Safety-Team, die... Wo konnte ich das nochmal lesen? Department Functions. Increases the virtues of fortitude and prudence for the department's agents. Das ist kacke. Das heißt, im Endeffekt, Quinn muss da raus. Wir tauschen Quinn vielleicht mal aus mit... Ist eigentlich egal. Vielleicht jemand, der zumindest... Ja, I don't know. Machen wir mal Charlotte. Charlotte und Quinn werden ausgetauscht. Und trotzdem, bei der Singing Machine wird Quinn dann dahin beordert, wenn da irgendwie was ist, weil Hauptsache, sie kriegt diese Boni nicht. Jetzt hat sie nämlich keine plus 5 mehr auf ihre Max-HP, was wichtig ist. Kann ich hier welche mit Temperance Level 2 hin... Theoretisch wird das gehen. Hier unten eher nicht so. Wir könnten... Ja, wir müssen einen auf jeden Fall mit Level 5 hier oben behalten, aufgrund von diesem Baby. Aber wie sieht es denn mit denen vom Information Team aus? Die sind auch relativ weit. Die bräuchten noch Attachment, Justice und das Problem ist Fortitude. Kann man bei dem Birdie hier Fortitude leveln? Ja, es ist zwar nur common, aber es geht. Das heißt, Anthony, kommt mal hier runter. Paulinus, auch eins weiter runter. Dann stecken wir vielleicht mal Ruby ins Information Team. Ich muss nur darauf achten, dass Quinn auf gar keinen Fall Fortitude levelt. Aber das sollten wir schon hinkriegen. Und Nox vielleicht mal ins... Die müssen hier irgendwie... Ja, Instinct leveln. Das geht aber nur bei ihm hier. Das ist alles irgendwie ein bisschen doof. Marinelle kann auch mal hier runter ins Information Team und dann hiren wir einfach mal jemanden, der jetzt aber auf Level 3 in allem sein wird. Robertus, den wir dann auch noch ausrüsten müssen. Robertus kann einfach mal diese Rüstung hier bekommen. Und ja, sei es drum, diese Waffe hier. Die andere Sache ist, ich habe ja auch noch gesehen, wir haben ja auch noch die Elf-Rüstung. Könnte eigentlich auch mal einer aus dem Team hier bekommen. Könnte vielleicht, I don't know, Dia vielleicht. Dann ist sie auch ein bisschen geschützter. Dann kannst du aber auch noch eine andere Waffe haben. Haben wir mittlerweile 222 Punkte bei dem Ding hier.
Ja, wir können die Waffe machen. Dann bekommt Dia die nämlich auch. Dia, du bekommst diese Waffe hier. Wunderschön. Die anscheinend neben dir schwebt und wahrscheinlich von alleine schießt oder so. Naja. Gut, dann würde ich doch mal sagen, beginnen Management und wir schauen mal, wie es weitergeht. Hoffentlich kommt nicht nochmal das Silent Orchestra zweimal in Meltdown und zweimal verläuft es absolut übel. Was zur Hölle ist das? Es sieht aus wie ein Wackelpudding-Anime-Monster. I don't know. Wir wissen oder wir gehen davon aus, dass es Elef-Schwierigkeit ist. Das heißt, Victor, du könntest hoffen, dass es schwarzen Schaden macht. Und wir hoffen einfach mal, dass Attachment darauf gut funktioniert, weil meistens ist bei diesen Girls Attachment ganz gut. Aber ja. Und hier können wir eine Repression von Dia machen. Die kann das dann nämlich noch ein bisschen leveln. Mika schicken wir wie immer hier runter zum Train. Und sie kann hier auch mal noch eine Repression machen, dass sie auf jeden Fall auch Level 5 wird. Und danach schauen wir mal weiter. Hier rüber könnte vielleicht Paulinus eine Repression machen. Dann kann der das auch leveln. Und hier haben wir ein Attachment von Anthony. Ja, und dann wollen wir wahrscheinlich erstmal wieder den Mörder ausbrechen lassen. Das kann Christopher übernehmen. Attachment scheint gut so weit zu laufen. Scheint sogar sehr gut zu laufen. Scheint ein bisschen zu gut zu laufen. Wenn die Abnormality so einfach zu handeln ist, es macht schwarzen Schaden, das ist sehr gut für Victor. Wenn die Abnormality so einfach zu handhaben ist, dann macht es mir Sorgen, was es damit auf sich hat. Aber wer weiß. Der Forsaken Murderer ist abgehauen. Ja, das ist ja auch gewollt. Der hat da auch direkt 3 Opfer. Und da kommen noch mehr Bits, suppress ihn nicht, bevor Leute tot sind. Ich stelle mir jetzt 3 gleichzeitig, aber was soll ich machen? Es sind nur 2 gestorben. Das ist ja wunderbar. Dann können wir ja vielleicht noch einen retten. Safety Team, schnappt ihn euch erstmal direkt. Und du bekommst ein rotes Schutzschild. Victor hat ein rotes, schleimiges Herz über den Kopf. What does it truly mean to be humane? Is it humane to seek truth and variety? Ich weiß nicht, was dieses rote Herz bedeutet. Aber ich sag ja, wenn eine Elef-Abnormality einfach zu handeln ist, hat es irgendetwas anderes mit ihr auf sich. Außer der Blue Star. Der Blue Star ist super. Der ist einfach zu handeln und da ist auch nichts Schlimmes mit. Naja, gut, wenn er ausbricht, saugt er alle Leute ein, gefühlt aus dem Department oder eigentlich aus der ganzen Facility. Aber sei es drum, das passiert ja nie. Hier unten können wir ein wenig Insight leveln, dafür haben wir ein paar Kandidaten, zum Beispiel Marinelle. Mach das doch einfach mal. Und beim Schaf ein Attachment von Ruby. Hier können die Leute weiter Instinct leveln und hier unten ein bisschen Insight und Repression. Was passiert hier? Warum? Kann es eventuell sein? Warum ist schon wieder Silent Orchestra im Meltdown? Ich hasse es. Gregory, probier du das nochmal, aber bitte nicht so gut wie letztes Mal. Kann es eventuell sein, dass die hier rein müssen mit einem Attachment? Ja, macht das doch einfach mal und Victor und Brooke, ihr kümmert euch mal um die komischen Dinger, die hier entstanden sind. Immerhin brauchen wir uns jetzt nicht um sterbende Employees. Brooke ist gestorben, woran? Ja, auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, alle, die in dem Department sind, müssen sich hier um dieses Ding hier kümmern und dieses Herz hier bekommen, weil dadurch sind die geschützt. Die Dinger kriegen... Ach, die sind immun gegen roten Schaden. Hallo. Der Zug hat mal eben geregelt. Der Zug dachte sich so, fuck it. Ihr kriegt das ja eh nicht hin, ich komm mal eben. Ich weiß gerade gar nicht, wen der da mitgenommen hat. Justin und Anthony. Ich meine, ich restarte sowieso neu, weil hier unten ja auch schon 2 gestorben sind. Aber das war jetzt sehr funny. Choo-choo, Motherfuckers, ich komme. Retry the day.
Okay, erster Punkt der Tagesordnung, alle hier mit einem Attachment reinschicken aus dem Team. Die einzige Sache ist, die sind alle sehr geschützt gegen schwarzen Schaden, das ist optimal. Gut, das kriegt ihr dann schon hin. Mika geht wieder hier runter. Und hier kann jemand, oder sie kann da eher noch eine Repression ausführen. Hier unten kann Paulinus eine Repression ausführen. Wir machen fast überall Repression. Hier zwar den Mörder ausbrechen zu lassen, aber trotzdem ist es eine Repression. Aber jetzt scheint Attachment gar nicht so gut zu laufen irgendwie. Ich hoffe einfach mal, die anderen kommen trotzdem ganz gut damit klar, trotz diesem Malus, sag ich mal. Ich schicke am besten erstmal Rook da rein. Die hat nämlich nur 0,5. Die hat immer nur in 0,4 Schadensreduzierung. Der Mörder hat gerade sein zweites Opfer gefunden. Da kommt der dritte. Und jetzt kann das Safety-Team sich darum kümmern. Du kriegst noch ein Schutzschild. Okay, zwei haben. Hat sie ein Herzchen bekommen? Irgendwie nicht. Das gefällt mir nicht. Ihr beiden geht mal hier rüber. Geht am besten noch weiter hier rüber. Rook has died. Dia, lauf. Was passiert denn? Du darfst anscheinend irgendwie nicht laufen. Weißen Schaden kriegen sie immerhin. Okay. Ich glaube, wir müssen die Leute aus dem Welfare-Team abziehen. Gut, dass ich noch zwei Plätze im Central Command-Team frei habe. Die dürfen nicht mehr in das Team. Victor, du bist da jetzt auf dich gestellt. Viel Spaß mit den drei Abnormalities da. Das andere Problem ist, wir hätten Victor wahrscheinlich eine andere Waffe geben sollen, weil der sich ja dann irgendwie um die Viecher kümmern muss, die hier entstehen durch die Clerks. Eventuell brauchen wir den. Ja gut, der Mörder bricht jetzt schon aus. Aber eventuell brauchen wir denen auch gar nicht Leute töten lassen. Weil hier wahrscheinlich eh gleich ein paar Sachen ausbrechen. Also Safety Team, schnappt ihn euch einfach mal. Die ganzen Clerks aus dem Welfare Team werden nämlich problematisch. Da müssen wir jetzt nur ein bisschen warten. Steckt er die eigentlich an, wenn der... Ja, der steckt die an, wenn die bei ihm sind. Also das Problem ist gar nicht das Team an sich, sondern die Nähe zu Victor oder wer auch immer dann dieses Herzchen hat. Mika, geh mal ganz schnell zum Zug. Und das andere Problem ist, dass dieser Schleim anscheinend auch irgendwie nicht weggeht und sich sogar noch mehr ausbreitet. Ja. Wir können schon mal einige Leute mit weißem Schaden versammeln. Oder also auf jeden Fall alles andere als rot, die am besten hier rüber gehen. Ich weiß auch nicht, was mit der Waffe da von der Queen of Hatred ist. Da steht Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen Schaden dran. Das ist irgendwie überhaupt keine Kategorie. Ich weiß nur nicht, ob wir Melees die überhaupt bekämpfen lassen sollten, weil die werden sich doch wahrscheinlich infizieren. Das heißt eigentlich... Ja, Justin ist auch nicht unbedingt ein guter Kandidat dafür und Anthony auch nicht. Das heißt eigentlich, ihr drei werdet mal die Special Forces, die hier dann bleiben. Das ist auch ein möglichst langer Raum. Die verwandeln sich schon mal alle. Das gilt ja schon als gestorben im Endeffekt. Und die haben auch noch die anderen getötet, was auch sehr gut ist. Ansonsten müssen wir Victor demnächst echt mal eine andere Waffe geben, dass der das übernehmen kann. Asuka, was hast du vor? Du sollst auch hier rüber. Irgendwer ist hier falsch. Hier. Georgia. Ja, wir müssen jetzt warten, bis die hier rüberkommen. Und jetzt können wir mal hier gucken, ob die infiziert werden. Sah jetzt erstmal nicht danach aus. Dann schnappt sie euch doch einfach mal. Special Force hier. Leute, die anderen bitte auch. Wäre nett. Und die letzte auch noch. Das wäre auch sehr nett. Die ist hier irgendwie die einzige, die ein bisschen intelligent ist und hat wirklich Macht. Das waren alle, ne?
Sieht so aus. Das ist gut, das Welfare-Team hat jetzt keine Clerks mehr, aber wir haben auch keine Probleme. Plus, es sind 3 Leute gestorben, das heißt, wir haben auch kein Problem hier mit dem Murderer. Das wusste ich halt nur von Anfang an leider nicht. Aber das macht nichts. Wir können hier oben nochmal wen hinschicken, das kann Charlotte am besten mal machen. Kann die ein bisschen leveln. Attachment, ich glaube beim Big Bad Count konnte man da nicht auch sogar Instinct leveln? Ja, es geht. Kann man gegebenenfalls auch ein bisschen Instinct leveln, das ist nicht schlecht. Wir haben also das Silent Orchestra, das mag es auch echt in einen Meltdown zu gehen, ne? Gregory, schnapp du es dir mal und wir hoffen, dass da nichts passiert. Ansonsten haben wir die Singing Machine, die jetzt aber auch kein Problem sein sollte. Weil da schnappen wir uns einfach Quinn. Und die kann da ohne Probleme eine Repression ausführen. Und dann kann Victor mal noch ein Attachment hier oben machen. Mal sehen, was das dann gibt. Gregory, hör bitte auf, so eine gute Arbeit zu machen. Das sieht schon besser. Na, das ist besser. Weniger, 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 weniger! Ach du scheiß Penner, Gregory! Das ist scheiße, wenn du das machst. Verstehst du das nicht? Wir müssen einfach hoffen, dass es nicht nochmal in einen Meltdown geht. Dann ist ja alles gut. Wir müssen auf jeden Fall den Mörder nochmal ausbrechen lassen. Jetzt haben wir ja keine Clerks im Welfare-Team mehr, die das für uns erledigen könnten. Also, das Sterben. Und da haut er doch auch schon ab. Das ist sein erstes Opfer. Das war sein zweites. Und hier vorne steht sein drittes. Man sieht ihn nicht mal. Kann ich ihn überhaupt auswählen so? Ich meine, ich kann auch hier sowas suppressen ordern. Aber ja. Schnappt ihn euch. Kurz ein Schutzschild. Und dann wird Dawn kommen und Dawn kann eigentlich ein paar Leute erledigen, hoffentlich. Lasset Dawn spawnen. Ich glaube, Victor kann seins hier unten direkt fertig machen. Ich sehe nur nicht, wo es ist. Aber das macht nichts. Mika ist auch schon da dran. Die anderen können unterstützen. Beziehungsweise Mika kann hier eigentlich auch mal rein. Hier könnt ihr euch das auch direkt schnappen. Training Team, schnappt euch einfach mal das hier direkt. Oder Information Team. Das vom Safety Team sehe ich gerade auch nicht. Das ist hier unten, das schnappt sich gerade ein. Und hier oben ist der, den sich Victor holen kann. Da haben wir auf jeden Fall ein Opfer beim Safety Team. Hier oben geht gerade alles kaputt. Da ist ein zweites Opfer. Jetzt muss ich Dawn nur noch irgendwo ein drittes Opfer holen. Und ich glaube, das kann es aus dem Control Team heraus. Da ist nämlich auch eins. Dann kann sich das Training-Team um das vom Control-Team kümmern. Und Noon kommt auch gleich direkt. Es ist lila Noon. Da müssten wir dann alle Arbeiter in Sicherheit bringen. Und da müssen wir uns auch keine Gedanken drum machen, dass da genug Leute bei sterben. Da müssen wir uns eher Gedanken um das Big Bird machen. Ich meine, es lohnt sich, glaube ich, nicht, den Clifford-Counter da hochzutreiben. Es werden eh so viele Clerks sterben. Ich meine, wir können es machen, um auch ein bisschen hier zu leveln. Vor allen Dingen sowas wie Charlotte kann hier ein bisschen Instinct leveln. Aber wirklich lohnen tut sich das nicht für den Cleave of Counter. Naja. So, dann können wir die Leute auch schon mal in anliegende Räume schicken. Das einzige Problem, was wir haben, ist eventuell, was wir mit Victor machen. Der kann ja nichts machen und für den muss dann irgendwer das übernehmen. Aber das kriegen wir, glaube ich, auch gebacken. So, es müssten alle in Sicherheit sein, so wie ich das sehe. Das heißt, wir schicken 2 Leute jetzt noch irgendwo rein. Und das kann ruhig sein. Einmal ein Instinct hier beim Mörder von Courtney und einmal ein Attachment von Yum Yum beim Schaf. So, da kommen sie. Big Bird bricht dicht aus. Hat immer noch einen Counter von... Oh mein Gott. Das ist ja insane. Und darf jetzt nur keiner sterben hier mehr, aber naja. Ja, Information Team, schnappt euch das vom Training Team. Training Team, ihr könnt hier zu dem hoch vom Control Team.
Control Team schnappt euch das vom Safety Team. Safety Team das vom Information Team. Und danach wahrscheinlich euer eigenes oder so. Ist im Welfare Team überhaupt eins runtergekommen? Ich sehe nämlich keins. Und ich sehe auch nur eins im Central Command Team. Dann könnt ihr das nämlich übernehmen und dann ist gut. Irgendwie ist das Control Team schneller als das Safety Team interessanterweise und das war's auch schon. Das hat mich jetzt schon ein wenig verwundert. Das Big Bird ist tatsächlich nicht ausgebrochen. Das wundert mich sogar noch mehr. Dann hat der Cleaver Counter ja doch was gebracht. Der eine, den wir erbeutet haben. Aber gut, Charlotte, kannst du direkt weiter hochtreiben. Mach noch ein Attachment beim Big Bird. Und ansonsten könnt ihr auch alle schon mal zurück, außer Mika, die da unten bleiben muss. Also ja, die hier wäre wahrscheinlich eine super Kombination mit unserem Zug. Weil die Person, die das hier bedient, darf sowieso diesen Raum nie verlassen, beziehungsweise steckt hier alle an. Aber auf der anderen Seite, die Clerks rennen hier sowieso dahin, wo sie wollen und dann bringt es auch wiederum nichts. Also auch egal. Naja. So, dann kommen wir zu einem weiteren Meltdown. Bitte nicht das Silent... Okay, das Silent Orchestra schon mal nicht. Das Problem ist, hier sind mehrere. Aber das sollte kein Problem sein. Victor schnappt sich einfach das, während den Teddybären sich hier irgendwie anders schnappt. Und bitte nicht Victors Wegkreuz. Dir, das könntest du einfach mal übernehmen. Hier drüben, das ist easy. Das kann Mika beides übernehmen. Hier drüben kann Frank rein. Den dürfen wir dann nur nicht so lange da drin lassen. Hier kann auch jemand rein, der sofort wieder raus kann. Es ist eigentlich egal, wer das macht. Kann einfach mal Oliver und hier oben kann Eugene ein Instinct vollführen. Hier drüben wiederum können wir eine schöne Insight vom Control Team ausüben. Die müssen das hier alles noch ein bisschen leveln. Und hier unten kann Marinella eine Insight übernehmen. Das kann sich auch irgendwer schnappen. Ist eigentlich auch egal, wer. Und damit haben wir, glaube ich, alle abgehandelt. Ja, bis auf das Ding hier unten. Aber da müssen wir kurz warten, bis Mika ja hier drin war. Jetzt kann sie nämlich hier eine Repression machen. So, wir müssen gleich an Frank denken. Das war lange genug. Kannst da raus. Mika kann sich ein Ticket holen und hier passt auch alles perfekt. Er hat ein perfektes Ergebnis. Also die Abnormality gibt echt viele Punkte. Da können wir vielleicht gleich sogar schon alles drüber herausfinden. Ja gut, dann können wir nochmal den Mörder ausbrechen lassen. Wir brauchen wieder drei Opfer. Und wir müssen auch den Cleaver's Counter von Big Bird ein bisschen weiter hochtreiben. Der Forsaken Murderer haut ab. Ich weiß nur nicht, wo noch überhaupt Clerks sind. Hier unten sind noch welche im Information Team. Ich hoffe mal, die findet er. Aber er läuft irgendwie random durch die Gegend. Ja, hier unten laufen auch noch ein paar rum. Da ist er schon. Da ist er doch drei. Das ist doch perfekt. Ja, und damit hat er sie auch besiegt. Dann. Ja, Safety Team, schnappt den euch einfach mal. Okay, er geht zur Exekution in Central Command Team. Das geht natürlich auch. So, jetzt haben wir einen weiteren Meltdown. Es ist immer noch nicht das Silent Orchestra dabei. Hier unten ist allerdings ein bisschen. Und ich weiß nicht. Ich will es nicht riskieren, Victor mit einem Herzchen zu einer anderen Abnormality zu schicken. Das heißt, hier geht einfach mal wer anders hin. Zum Teddybären, wen haben wir gerade dahin geschickt? Auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall niemanden hier aus dem Team. Dann. Frank, übernimm du das mal. Und hier drüben eine Repression von. Ja, Gregory. Ah, sie kreuzen seinen Weg. Victor, lauf hier lang. Da kommt jemand lang. Frank genauso. Die gingen hier oben rum. Hätte ich mir auch denken können, aber naja. Ich glaube, wir haben jetzt alles abgehakt an Meltdowns. Der einzige, der noch im Meltdown ist, ist Beauty and the Beast, weil da gerade noch jemand drin ist. Warum gehst du jetzt hier lang? Gregory, geh bitte oben lang. Und bei Frank muss ich auch aufpassen, dass er gleich nicht unten rumrennt. Okay, der geht aber automatisch oben rum. Sehr gut. Gleich wird rotes Dusk kommen. Das kennen wir noch nicht. Gregory, was tust du da? Bitte geh hier wieder in dein Team, ja? So, jetzt sind wir mit allem fein. Wer ist da gestorben? Wen habe ich hier drin vergessen? Rook. Warum? Warum immer dieses scheiß Flash Idol? Ich vergesse die Leute immer da drin. Warum ist Victor eigentlich gestorben? In welchem Team war Victor überhaupt?
Da unten, warum ist der gestorben? Ach, weil... Okay, weil sie hier ausgebrochen ist. Das ist so verdammt ärgerlich. Ich kann nicht zwei von denen... Kann ich's? Kann ich's? Nein, kann ich nicht, oder? Was hatten die für eine Rüstung? Ich kann Brooks Rüstung nicht ersetzen. Ich hab die Abnormality für Brooks Rüstung nicht, aber ist es mir das wert, diesen Tag zu wiederholen? Eigentlich nicht. Nein, ich wiederhole diesen Tag nicht. Ich kriege keine Low Points, aber egal. Ich werde wahrscheinlich alle dafür ausgeben, um die beiden Employees zu ersetzen, die ich gerade verloren habe. Aber naja. Ich will diesen Tag nicht wiederholen. Ich habe so viel erreicht. Und wir sind jetzt bei Tag 29, wo wir letztes Mal auch waren. Wir kriegen eine neue Abnormality, eine benutzbare. Dann nehmen wir Theresia. Die Cutscene müssten wir schon kennen. Die kennen wir auch schon. Ab ins Welfare-Team. Alles, was jetzt kommen würde, wäre neu. Mann! Es ist immer das Flash-Idol. Ach, gucken wir mal, was sie hier alles herausgefunden haben. Nämlich, ich glaube, so ziemlich alles. Ja, wir können alles über sie herausfinden. Es ist eine LF Abnormality und... Sie hat eine wunderbare Ausrüstung, die natürlich auch viel zu teuer ist, aber die Waffe ist auch richtig geil. Ja, wobei sie ist slow, aber trotzdem. Es ist Melting Love mit einem wunderschönen Schädel in der Mitte. When the work result was bad or normal, the Clifford counter lowered. Repression with... Oh, da muss ich erstmal hochscrollen. Melting Love gave a lump of slime to the first employee, D031091, who performed any work other than repression with it. Was? Melting Love gave a lump of slime to the first employee who performed any work other than repression with it. Okay. Und dieses Herzchen wird halt so genannt. Okay. The lump healed D031091 once SP and raised the work success rate. However, warum scrollt man beides? Ich hasse es immer noch. However, further observation is needed to determine how the lump's effects change according to the state of melting love. When D031091 completed repression work, the Clifford's counter lowered. Employees who are in the same area as D031091 have a low chance of being infected by the slime. Those who are infected by the slime can be distinguished with a trace of slime on their cheeks. The Clifford counter dropped to zero when the number of D031092s, also the slime employees, took up more than 50% of the department, while D031091 was still alive. Ja gut, das wird aber niemals passieren, denke ich. Ich weiß ja, wie ich da mit umzugehen habe. The Clifford counter dropped to zero when D031091 died. Und umgekehrt anscheinend auch. After a series of experiments, it has been found that the spread of the slime can be controlled through inside work. If D031091 performs inside work and produces 24 or more PE boxes as a result, the slime will not infect other employees for 30 seconds. However, please be cautious, as if less than 24 PE boxes are produced, every single D031092 may transform into redacted. Ja gut, aber wie gesagt, ich weiß ja, wie ich damit umzugehen habe, das ist gar kein Problem. Die sind immun gegen roten Schaden, werden dadurch sogar geheilt anscheinend, weil da minus 1,0 steht. Ja gut, Victor ist jetzt eh tot. Wie teuer ist es, einen Typen auf Level 5 in allem anzuheuern? Weißt du was, ich schenke mir mal einfach die Justice, die können sie bei unserem schönen Star da unten leveln von mir aus. Aber alles andere muss auf Level 5 auch, um Brooke zu ersetzen. Das heißt, darüber gehen werden... Na, wir brauchen ja nur einen Employee da drüben. Wer will die Arbeit von Victor übernehmen? Das könnte eigentlich dir. Warum nicht dir? Du hast eine schöne Ausrüstung dafür. Und ihr beide kommt dann in diese Teams hier und werdet auch noch schnell ausgerüstet. Wir müssen Victors Rüstung hier noch ersetzen durch... Das war die hier vom Vogel. Aber das ist ja kein Problem. Kann auch einer von euch bekommen, Susan einfach mal.
Wobei, was macht das Ding hier für einen Schaden? Das macht weißen Schaden. Okay, du bekommst irgendwas, was weißen Schaden mega reduziert. Dann kannst du da einfach rein. Susan, was haben wir denn so am besten, was weißen Schaden reduziert? Das war doch das vom Orchestra, oder? Das haben wir noch nicht. Ansonsten das von Frank. Oder halt das von Dia. Aber Dia braucht ihre Rüstung selber. Ich glaube, was anderes Gutes haben wir nicht. Ja, ansonsten das vom Orchestra können wir wahrscheinlich noch nicht machen, oder? Nee. Doch. Optimal. Gut, dann machen wir das nämlich auch. Die kostet nur 120, nicht 150 wie bei anderen. Das ist praktisch. Und da bekommst du dich ausgerüstet, sofern das dann geht. Ja, das ist sehr schön. Und als Waffe bekommst du... I don't know, was wir hier noch haben. Ich weiß auch nicht, was die anderen beiden dafür Waffen hatten, die wir ersetzen müssen eventuell. Aber ja, du bekommst einfach mal die da. Michaela. Was du bekommst, ist das Ding hier. Und als Ego-Suit am besten auch etwas, was weißen Schaden reduziert. Wobei, wo könntest du sonst noch Repression leveln? Wenn nicht hier unten, bei dem Ding. Das macht auch weißen Schaden, aber nicht so viel. Das heißt, es ist nicht ganz so schlimm, wenn du nicht ganz eine OP-Rüstung bekommst. Welche reduziert den weißen Schaden noch ganz gut? Haben wir da überhaupt irgendwas? Die von Georgia. Dann bekommt Georgia einfach eine andere Rüstung. Georgia bekommt dann dafür, I don't know, einfach hier die Rüstung vom Schaf. Das passt schon. Und dann kann Georgia, glaube ich, aber auch noch mit Michaela tauschen. Dann können die beiden hier unten Repression leveln. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Das dürfte... Auf Level 1 geht das gar nicht. Aber das macht nichts. Dann schicken wir erstmal... Ja, schicken wir Susan erstmal ein paar Mal hier zu dem Ding. Und wenn es noch ein bisschen höher hat, kann Susan bei unserem Dimensional Refraction hier ein bisschen weiter leveln und Michaela kann das dann übernehmen. Das sollte schon passen. Ich weiß nicht, was hier mit ihr war. Wir haben sie auch noch überhaupt nicht so lange benutzt, aber ich meine, Theresia war gar nicht so schlecht, oder? Okay, also im Endeffekt, man kann die Musik spielen, aber nicht länger als 20 bis 30 Sekunden anscheinend. Das ist auch kein Problem. Kriegen wir hin. Ja. Alles andere. Hier können wir noch die Escape Informations unlocken und haben dadurch auch Zugang zu der Waffe. Und ja, sie ist immun gegen schwarzen Schaden. Auch gut zu wissen. Gut. Nicht schlecht. Bei einem Tag alles über eine Elephant Normality herausgefunden. Wunderbar. Da müssen wir schauen, dass wir irgendwie hier die Rüstung und die Waffe auch hinbekommen. Und beim Silent Orchestra brauchen wir, glaube ich, nur noch die Waffe jetzt, die natürlich aber auch das teuerste ist und ewig dauern wird, weil ich das Ding nicht benutzen möchte, ehrlich gesagt. Nur, wenn es sein muss. Aber ja, machen wir hier auch erstmal wieder Pause. RIP Victor und RIP Brook. Naja. Eigentlich könnten wir auch überlegen, beim nächsten Mal eine Core Suppression wieder anzugehen, weil mit Theresia wissen wir ja umzugehen. Na, das schauen wir mal, wenn es soweit ist, ne? Aber damit bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Lobotomie Corporation. Bis dahin, bye bye.